Genau heute vor 5 Jahren habe ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen. Ich verlinke euch das hier oben, aber glaubt mir, es ist echt nicht spannend. Ich packe einfach nur ein Paket voller japanischer Süßigkeiten aus. Also wirklich, ich probiere nichts, ich esse nichts, ich packe es einfach nur aus. Trotzdem habe ich gedacht, nehmen wir das mal als Anlass, um ein bisschen einen Rückblick zu machen. Mein Kanal hat seitdem echt einiges erlebt. In meinem ersten Dreivierteljahr auf YouTube habe ich einfach alles Mögliche gefilmt und ausprobiert, um einfach im Videos machen an sich besser zu werden. Mit ca. 250 Abonnenten sind wir dann im September 2016 in mein Auslandsjahr nach Japan zusammen gestartet. Und mein Ziel war es von Anfang an, mit euch zusammen Japan zu erleben. Und all denjenigen, die nicht die Möglichkeit haben, in Japan zu leben oder vielleicht sogar auch nur dort einen Urlaub zu machen, ein Stück von meinen Erfahrungen abzugeben. Und in diesem Jahr sind dann echt fast 80 Videos entstanden. Ich habe nochmal eine Playlist erstellt, in der alle Videos aus diesem Auslandsjahr in Japan von mir drin sind. Die habe ich hier oben verlinkt. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn ihr da Interesse habt. Ich mache das super gerne, um einfach auch nochmal so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen und in Erinnerung, aber auch um einfach für mich zu sehen, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Mit ca. 1150 Abonnenten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind wir dann ein Jahr später nach Deutschland zurückgekommen. Und seitdem gibt es echt eine bunte Mischung an Videos auf meinem Kanal. Zwischen Vlogs aus Deutschland, Anzu Monogatari Storytime und der Japanreise 2019, viel Teezeremonie und Matcha und auch der einen oder anderen Pause sind wir also hier gelandet. Knapp 3000 Abonnenten, einigen höheren Ansprüchen an meine Videos von mir selbst und aber auch einem riesengroßen Fragezeichen. Wie genau geht es weiter und wo will ich eigentlich mit diesem Kanal hin? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, nicht ganz 5 Jahre, aber noch in der Zeit, bevor ich in Japan war, habe ich damals auf Social Blade in meine Wachstumsprognosen geschaut und ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass damals in 5 Jahren, also nicht ganz jetzt, sondern eigentlich noch ein bisschen weiter in der Zukunft, ja, mir prognostiziert würde, dass ich so zwischen 3000 und 5000 Abonnenten haben werde. Und naja, da lag Social Blade ziemlich richtig, weil wir sind fast bei den 3000. Ich rede generell nicht so viel über meine Abonnentenzahl. Das liegt aber daran, dass sie mir gar nicht so wichtig ist und ich die Videos trotzdem machen würde, egal wie hoch oder niedrig die Zahl wäre, da ich es eben des Spaßes willen mache. Wenn man mich jetzt aber fragen würde, ob ich mit meiner Abonnentenzahl zufrieden bin, dann würde ich sagen ja und nein. Ja, weil ich für die Qualität meiner Videos und die Konzepte und die Strukturen meines Kanals, die nicht immer so klar sind, sondern oft auch sehr spontan entstehen, ich die Zahl schon ziemlich gerechtfertigt finde. Nein, weil ich wünschte, ich würde das Ganze irgendwie konsistenter hinbekommen und einen roten Faden für meinen Kanal finden. Diesen roten Faden, den suche ich aber nicht nur in meinen Videos, sondern auch allgemein in meinem Leben und inwiefern mich Social Media dabei stressen. Das habe ich vor ein paar Monaten schon mal in einem Video erwähnt. Deswegen machen wir aber auch dieses Video hier jetzt nicht unnötig länger, als es ist. Ich werde eine Pause einlegen und diese Pause wird unbestimmt lang. Ich weiß auch noch nicht, ob diese Pause nur YouTube umfassen wird oder auch andere Social-Media-Kanäle von mir. Ich weiß auch noch nicht, ob es nur meine eigene Aktivität umfassen wird oder eben auch meinen Konsum der Social Media. Es wird aber definitiv hier auf YouTube keine Videos geben. Wie ich das mit den Livestreams handhabe, die wir jetzt vor kurzem gestartet haben, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist für mich irgendwie ein anderer kreativer Outlet als so die normalen Videos. Aber bei den normalen Videos habe ich eben einfach das Gefühl, dass ich die ganze Zeit einfach nur meinen Ideen hinterherrenne. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie keinen Raum für meine Kreativität, weil ich gleichzeitig so viele Ideen habe, die ich aber nicht so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle, weil ich die ganze Zeit einfach nicht hinterherkomme, weil dann schon wieder neue Ideen da sind und da. Also verstehe mich nicht falsch, es geht mir hier nicht darum, wie viele Videos ich hochlade oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich mir nie die Zeit nehme, mal Strukturen zu machen, weil ich eben immer die nächste Idee im Kopf habe, die ich gerade umsetzen will und dann fange ich die an und dann will ich die zu Ende kriegen, aber insgesamt gucke ich nie,
Was, also wie hängt das eigentlich alles zusammen, und das würde ich gerne. Hier geht es mir nicht darum, dass ich das Gefühl habe, ich muss das machen, sondern irgendwie will ich eigentlich hier einen Kanal bieten, der die Erwartungen erfüllt, die ich auch an andere Kanäle habe. Und wenn ich auf einen Kanal gehe und nicht klar verstehe, worum geht es auf dem Kanal, dann werde ich most likely nicht abonnieren. Und ich kann das auch verstehen, dass das Leute bei mir dann genauso wenig tun, weil meine Strukturen sind einfach konfus. Und in dieser Pause möchte ich halt einfach mal genau das machen. Mir die Zeit nehmen, all diese Gedanken zu ordnen, mir Ziele und Prioritäten zu setzen. Also keine Angst, das hier wird definitiv, definitiv nicht das letzte Video auf diesem Kanal sein. Oh mein Gott, nein. Wir hatten ja schon die eine oder andere Pause auf diesem Kanal. Die waren meistens natürlich jetzt nicht so angekündigt wie die hier jetzt. Und die waren auch eher einfach so da, weil das Leben halt passiert, wie es passiert. Aber jetzt habe ich einfach das Gefühl, dass ich mal all die Gedanken in meinem Kopf sortieren möchte, weil ich das Gefühl habe, dass danach was Gutes bei rauskommen kann. Und ja, die Zeit möchte ich mir halt dann an der Stelle auch einfach nehmen. Und da wir es schon sehr lange nicht mehr hatten, wirklich sehr lange, und ich es einfach nochmal loswerden will, sage ich an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Danke an euch alle. Danke an alle, die nur einen Bruchteil meiner Videos schauen. Danke an alle, die super lieb mit mir im Austausch stehen und ganz viele Kommentare schreiben. Aber auch danke an alle, die einfach nur meine Videos schauen und nichts kommentieren. Es ist auch wichtig, dass ihr da seid, und es freut mich. Also einfach danke an jeden Zuschauer und jeden Abonnenten. Und da das hier, wie gesagt, nicht mein letztes Video sein wird, sage ich auch wie gewohnt an dieser Stelle, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.